Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich bereite jetzt gerade für das Verpacken alles vor. Also Weihnachtsgeschenkpapier erstmal. Scheiße. Schleifen, Sternchen, die hat meine Freundin hier gekocht zum Verpacken. Hat sie noch nicht benutzt. Dann so, keine Ahnung, wir haben ewig gestanden, um Weihnachtszeug zu holen. Und hier so eine Sterne hat sie auch noch geholt. Also ewig hat sie da gestanden. Und sie packt die Geschenke echt super ein. Habe ich gesehen. Auch dann auch so eine rote. Für mein halbjähriges Geschenk hat sie mir was geschenkt und achso, ich habe mir ja noch eine Tüte geholt, genau, die habe ich mir geholt. Da kommen dann die Süßigkeiten für meine Tochter rein. Das werden wir mal einzeln packen. Dann noch Aufkleber, dann nochmal Geschenkband. So, hier ist auch nochmal Geschenkband drin und ganz wichtig, Schere und Klebeband und noch dickes rotes Geschenkband habe ich auch noch. So, und andere Farben auch noch, die werden wir erstmal hier hinpacken. So, die Tüte, das mache ich mit meiner Freundin dann zusammen noch. Die Süßigkeiten für meine Tochter darin verpacken, weil ich habe da ganz viele Süßigkeiten gekauft. Die kommen dann da in so eine Tüte. Sieht ein bisschen besser aus, als wenn das einfach nur so einzelne Tüten sind und so. So. Passt das vielleicht sogar schon hier hoch? Gerade eine Idee gehabt. Für die Uhr, aber es ist leider zu knapp. Na, macht nichts. So. Ah, so. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, ich mache euch auch auf den Tisch gleich mit der Kamera runter. Hören tut er mich ja, hier beim Mikrofon halt ja hier oben dran. Erstmal noch gucken, was die Zeit sagt. Weil meine Tochter kommt jetzt die Tage immer etwas früher. Ja, ach, ey, 10.30 Uhr haben wir noch Zeit. Hat Amazon? Was will Amazon? Irgendein Artikel wieder billig geworden. Achso, nee, wurde verschickt. Voraussichtliche Lieferung 23. Dezember. Ja. Habe ich mir nicht bestellt, so dass ihr das mal sehen könnt. Eine Handyhalterung, die kommt dann in die Lüftung vom Auto rein, dass ich dann auch wieder eine Handyhalterung habe, dass ich auch wieder Vlogs aus dem Auto machen kann. So, weil meine andere ist ja weg, ist ja im geklauten Auto. So, und jetzt fangen wir auch an, würde ich sagen. Jetzt machen wir mal, ich mache als erstes mal Müst. So, da muss ich erstmal hier noch den Aufkleber abmachen, weil der Weihnachtsmann verschenkt ja nichts, was Geld kostet. So. Ich glaube nicht, dass meine Tochter noch an Weihnachten glaubt, aber ich hoffe es. Weil gesagt hat sie jetzt noch nichts. Sie hat ja auch einen Wunschzettel für Weihnachten geschrieben. So, dann fangen wir an mit Müst. Dann nehmen wir Weihnachten. So, obwohl, da können wir ja eigentlich gleich Mist und die Uhr. Hat das mal eine eigene Idee. Da schneiden wir einfach mal ein bisschen mehr ab. So. Und
Für Myst brauchen wir nicht viel. Oh, da brauchen wir, da kann man ja von oben nehmen, da können wir eigentlich so hier auch gleich schon wieder abschneiden. Also ich bin jetzt nicht der gute Verpacker, das sage ich euch gleich von vornherein. Ich mache so, dass es geht. Und das reicht dann meistens aber auch. So. So, ja, doch noch ein bisschen viel übrig. Ja. Können wir eigentlich so, genau, da kann ich hier noch was abschneiden. Das ist noch zu viel, machen wir hier ab. So. So. Obwohl, wir können ja eigentlich, passt das? Das passt so eigentlich ganz gut. Aber so viel unten brauchen wir gar nicht. Also können wir hier unten eigentlich auch noch mal einen Batzen wegschneiden. Ja. Und dann können wir das hier reinlegen. Dann nehme ich mir Klebeband. Ah, wo ist das denn? Ey, wieder von 12 bis Mittag hier, ey. Jetzt muss ich mir erstmal hier Klebeband an die Uhr rankleben, dass ich hier mehrere Klebestreifen habe. Und ich muss das hier so komisch festhalten, weil das Ding irgendwie im Arsch ist oder so. Weil sonst sieht das an der Seite uff und das ist halt kacke. So, und dann können wir nämlich hier einmal das so raufkleben und das hier auch. Ich hätte mal andersrum machen sollen. Machen wir so. So. Und dann brauche ich nochmal Klebeband, um das von unten zu kleben. So, und dann machen wir das einfach einmal so rüber. Ah, das hat eine Ecke. Eine Ecke wollen wir nicht. Ecke ist doof. Ecke ist doof. Wir wollen keine Ecke. Kann man das machen, dass es ohne Ecke ist? Vielleicht ein Stück einschneiden. Zack. Und da auch. Zack. So. Und dann nochmal Klebeband. Und dann brauchen wir noch einmal. Und dann nehmen wir auch nochmal Klebeband. Dann brauche ich noch mal Klebeband. Ah, seht das? Da geht es dann halt immer scheiße ab. Eben auf Reserve. Ja, die Ecken hier ein bisschen verstärken. So. Und dann haben wir das erste schon mal fast fertig. Nimmt man dafür eine Farbe für ein Band? Rot und rot mit goldenen Sternen. Sieht scheiße aus, passt nicht. Nehmen wir weiß. Da hatten wir doch eins offen. Oder? Wir haben hier noch mit dem Weihnachtsmann. Nee, das ist zu groß. Auf so ein kleines Paket, das würde nicht gut aussehen. Gut, also nehmen wir. So, das ist das Paket. Was offen ist, nehmen wir hiervon. Weiß,
Ist mit Stern, Silber. Was nehmen wir denn da am besten? Nehmen wir Weiß mit Sternen. Nee, Silber. Obwohl hier sind weiße Sterne drauf. Hier ist hier weiß. Dann doch vielleicht weiß mit Sternchen. Muss nur gucken, wo es aufgeht. Ah, da ist es auf. So. Einmal. Dann geht es rum. Ein bisschen auf Reserve. Zweimal. Dreimal. Viermal. So. Wir wollen das ja auch ein bisschen dann aufraffeln. So. Das ist jetzt oben. Also fangen wir oben an. Legen das so rauf. Macht sich jetzt natürlich doof alleine, sag ich ja. So, zu. Jetzt einmal. Ich hoffe, ihr könnt auch alles relativ gut sehen. So, ha, bin ich gut, ey. So, und dann müssen wir hier natürlich jetzt und zack. So, das ist jetzt hier am besten noch so immer hier unten rum. So. Vielleicht mal so ein bisschen durch. Und ach, jetzt habe ich keine Stifte, oder? Doch. Ich habe Stift. Weil wir feiern ja bei meiner Mutter. Eigentlich sollte sie arbeiten, aber sie hat jetzt doch frei. Dann brauche ich noch eine Unterlage. Was nehmen wir da? Müssen wir nämlich erstmal den Jenga-Ding hier. Und meine Nichte ist ja auch da. Und da muss ich einen Aufkleber ruf, wer ist. Josie, haben wir. Wo kleben wir das jetzt am besten hin? Hätte ich mal vor dem Band machen sollen, aber naja, hält, passt, wackelt halt oft. Ein Geschenk ist fertig. Wo lege ich das jetzt am besten hin? Ich brauche ja noch eine Tüte, fällt mir gerade ein. Moment. Brauche ja eine Tüte, wo das alles reinkommt und eine Tüte zum Verdecken, genau. Weil wir feiern ja, wie gesagt, gibt ja Bescherung bei meiner Mutter und da musste ja dann alles noch in eine Tüte verpackt werden, dass ich das ins Auto bringen kann, dass meine Tochter, wenn die da nicht gleich alles sieht, weil ich musste die Tage dann noch zu meiner Mutter bringen. Ich gehe erstmal dahin. So, dann machen wir als nächstes.
passt nicht, oder? Nee, das passt leider nicht. Gut, dann nehmen wir das für die Uhr. Und dann machen wir Trick 17. Weil es so rund ist. Und die Ecken. Hier eine Ecke. Ja, da eine Ecke. So. Ja. Und nee, klappt nicht so, wie ich denke. Dann machen wir das einfach anders. Machen wir das so. Oh, scheiße, jetzt ist es hier schon gerissen. Ach, Kacke. Kann man noch kleben. Kann man noch kleben. Kommt das gerade so schön zusammen. Zack. So. Sieht man später nicht mehr, weil kommt noch drüber was. Und dann kommt das hier rum. Zweimal. So, das gefällt mir aber noch nicht ganz so, wie es ist. So, einzelne Fusseln hier drüber. So. Nicht schön, aber zweckdienlich. Also, das ist mir doch nicht so gut gelungen. Mist. Ach, noch ein bisschen eindrehen. So. So ist schon besser. Auch nicht schön, aber zweckdienlich. Ach, ich bin halt nicht gut in Einpacken. So, dann machen wir jetzt auch noch einen Aufkleber auf. F, da, da. Und den kleben wir an die Seite. Einfach mal hier so, zack. Drum. Es wird Zeit für ein anderes Papier. Jetzt nehmen wir, das können wir noch aufheben für was Kleines. Habe ich was Kleines? Weiß ich noch nicht. Jetzt nehmen wir einfach mal dieses hier. So. Und zwar. Ja, so, das ist ein schönes Maß, zack, und da jetzt einfach einmal eigentlich so machen. Ja, jetzt habe ich so gesagt.
Ach ja, Klebestreifen brauche ich auch. Könnt ihr überhaupt was vernünftig sehen? Ich glaube nicht, oder? Ich denke mal, der eine oder andere kann sie ja besser verpacken als ich, aber wie gesagt, ich habe gesagt, ich bin gar nicht so gut drin. Ich gebe mein Bestes. Aber so gut bin ich nicht am Verpacken. Ja, noch ein kleines. Noch ein kleines. Der Kater hat hier auch wieder irgendeinen Scheiß zum Spielen. Ja, die haben momentan am Blödsinn, Mann, die Viecher, ey. Geht auf keine Kuhhaut. So, dann machen wir das hier drüber. Zack, festgeklebt. So. Dann ist auch festgeklebt. So. Haben wir das schon mal vernünftig gemacht. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das da hinten kriegen. Würde ich sagen. Ach so. Zu lang. Ne, das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Das sieht richtig scheiße aus. So machen. Vielleicht da ein Stück besser. Oder so rum. Warte mal. So rum. Lang. Das ist zu lang. Ich muss kürzen. Na, gucke an. Na, fast. Noch ein Müh kürzer. So, gucke an. So, einfach so rum. So. So ist das schon mal schön. Na, dann können wir das nämlich hier noch mal ein bisschen fixieren. So. Scheiße aus, hier muss ich nochmal was wegschneiden. So, dann können wir hier auch nochmal ein Stück Klebeband dran machen. Und einmal rum. Und das auch einmal rum. Und das dann auch noch mal fixieren. Da brauche ich doch noch einen Streifen, halt ihn zu wenig. Da, ich habe hier noch einen. So, und dann das hier auch noch fixieren. So. Das war jetzt aber ein Akt. So, dann werden wir aber hier noch sicherheitshalber. Auf der Seite Klebeband verteilen, weil das so ein bisschen instabil aussieht gerade. Wollen ja nicht, dass hier die Seite irgendwie aufgeht oder so.
So. Und da jetzt auch wieder. Da ist dann, merke ich auch wieder, ist zu lang. So, jetzt gehe ich hier einfach mal radikal auf die Größe. Noch zu groß. Das war ich da schon richtig fordernd und trotzdem noch. Naja, okay. So. Wenn mein Bürger jetzt so kleben. Nee, geht. Geht. So. Wieso geht nicht jetzt nicht mehr so zu, wie vorhin zuging? Ah doch. Aber nicht so schön wie drüben ging. Hier ist ein bisschen anders. Aber es hält. Puh. Das war jetzt ein Akt hier. Ich habe noch nicht mal die Hälfte verpackt. Und mein Akku sagt auch gerade schwächelt. Also ich muss gleich einen Akkutausch machen. Aber noch geht's. Wir machen das Paket noch zu Ende. Und dann mache ich einen Akkutausch. So, was macht man da jetzt ran am besten? Da würde ich jetzt sagen, weiß. So, und nochmal, müsste eigentlich reichen. Und ich brauche auf jeden Fall nochmal Klebeband, habe gerade eine Ecke gesehen, wo es sich hier so ein bisschen hochdröselt. Bisschen zu doll dran gezogen. Nee, ich mach das mal so. So sieht's cooler aus. Ah, doch ein bisschen zu knapp. Schade. So. Dann haben wir das auch. Und zwei habe ich noch und zwei sind noch für Josie. Na, das passt doch super. So. Halt mal ein bisschen hoch.
rüberschieben hier. Dann fangen wir mit dem als nächstes an oder mit dem. Nein, meine Fette als erstes. Oh, so, jetzt haben wir zweimal damit. Jetzt nehme ich noch einmal damit. Ich mache erstmal den Labyrinthing. Erstmal das Labyrinth-Teil. Weil dann kann ich das besser verpacken, gleich in die Tüte rein. Aber noch Aufkleber drauf? Nö. Na, komm ich ab. So, ich wollte eigentlich den Akku wechseln. Aber noch blinkt da nichts. Doch, blinkt. Ah, wartet mal, Leute. Ich mach mal kurz einen Cut. Ich mach kurz den Akku. So, da geht's auch schon weiter. Schnell mal Akku getauscht. Eigentlich müsste man das doch eigentlich so machen, dass das da reingeht. So. Das auch da reingeht. So. So, genau. Und dann einmal hier rüber vielleicht und nochmal hier rüber. Nee, das klappt nicht. Nee, dann machen wir das einfach einmal runter. Ein bisschen schräger machen, damit das hier so drinne ist. Alter, das ist aber auch ein Scheiß hier. So, jetzt nehmen wir noch nicht. Ja, noch weiter. Ja, jetzt aber. So, jetzt. Jetzt ist es da. So, dann können wir das eigentlich mal fixieren. So. Jetzt das nächste. Genau. Das auch noch fixieren. Das auch noch fixieren. Und dann einfach einmal hoch und rum. Und dann ein bisschen fixieren. Na, sieht nicht so toll aus. Scheiße, jetzt ist er wieder aufhören. Sieht nicht so toll aus, wie ich gedacht habe, dass es aussehen sollte. Aber, naja. Als wenn meine Tochter da großartig hinguckt, wie verpackt ist. Da wird aufgeruppt und dann... Oh. Soll ja auch so sein. Ist ja auch noch ein Kind. So. Jetzt erstmal wieder hier. Dafür müsste man ein Handbuch geben, wie man am besten Falltechnik beim Verpacken.
Wie verpacke ich richtig? Falls es sowas gibt, könnt ihr gerne den Link in die Kommentare posten. So, komm. Jetzt brauche ich ja auch nicht fixieren, das hält. Oder? Na, lieber doch fixieren. Aber hier ist es jetzt nicht so schön spitz. Hier ist es. Eben habe ich so schön spitz hingekriegt. Also die Spitze, ich zeige es euch gleich. Habe ich auf der einen Seite gut hingekriegt und hier, naja, leider nicht. So, da habe ich das so richtig schön und hier sieht es dann halt. Wo sieht man es da? Hier ist es so länglich. Schade. Ist mir schlauer, jetzt mache ich das erste drauf und dann das schwule Band rum. Jetzt nehme ich aber mal diese silberne mit Punkten, nehme ich jetzt hier mal. Das habe ich noch gar nicht genommen. Und hier wird es auch gerade leicht fröstelig. Ich habe nämlich im Schlafzimmer noch die nach das Fenster auf. Wegen Lüften. Oh, ey, können die hier nicht mal einen einheitlichen Anfang machen? Ah, jetzt. Einmal, zweimal und ein halb für die Rundungen und dann noch einmal, zweimal und ein halb. Was nun? Ist mir das Silberne hier drüber gekommen? Ach, ist da nicht die Möglichkeit. Kreuzfix und Türken jetzt ja. So. Jetzt sind sie gleich lang. Ah, wo ich gedacht habe, ist zu viel, ist genau richtig. Habe ich doch gut gemessen. So. Oder so, ja, noch ein bisschen zu locker. Müssen wir doch noch mal ein bisschen kleben. Och, jetzt halt doch. Es ist doch nicht die Möglichkeit. Ey, so eine verfickte Scheiße hier jetzt. So minderwertige Technik, also das kotzt mich doch schon wieder an. So, dann machen wir das nämlich einfach mal hier oben nochmal immer so drüber. Und hier auch immer drüber,
dass es hier nicht so locker ist. Hier ist es schön fest. So, und schon wieder haben wir ein Päckchen fertig. So, da kann ich jetzt aber auch schon anfangen. Hier reinzupacken. So, und dann kann man noch den Jenga reinmachen. Weil das hat dann genau die richtige Größe, dass jetzt noch das andere hier an der Seite drin passt. Und die beiden, die Uhr und das Spiel, kann ich in der Mitte drin machen. Das passt genau so, wie es sein soll. Das ist gut so. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 11.17 Uhr. Na, das schaffen wir auch noch. Paketdaten werden aktualisiert. Was denn der hier? Zwei E-Mails. Was habe ich denn schon wieder für E-Mails? Kein Absender. Nintendo, Otto. Okay. Muss ich mir nachher gleich mal angucken. Noch eins für meine Tochter und dann haben wir das geschafft. So, ich habe jetzt zweimal das, aber dann nehme ich noch einmal das für ein großes. Falscher Seite, so macht sich das Papier besser. So, jetzt kommt das Spiel des Wissens dran. Oh, das ist knapp. Sehr knapp. Und wenn ich das so rummache, geht's gar nicht. Also müssen wir doch so. Scheiße, hätte ich doch vielleicht ein bisschen großzügiger sein müssen. Hierauf. So. So, das geht, das geht. So, dann lassen wir das als erstes mal so und fixieren das. So. Und
Ach, Scheiße. Ach, das hat so gut angefangen. So, aber so sieht's gut aus. Ey, weg hier. Wollen die Katzen schon wieder in die Tüte krauchen. So, jetzt auf der anderen Seite noch. Jetzt fange ich aber am größten gleich auf der Seite an. Oh geil, das ist gut geworden. Das ist gut geworden, das muss ich gleich fixieren. Ist doch nicht, jetzt geh doch einfach ab, du Scheiße hier. Das ist geil, und das ist richtig geil. Ja, hoppala. Und dann hier. So. So. Ah, oh, geil. Geil, ich habe es geschafft. Oh. So. Es ist doch nicht. Ey, das Ding ist echt scheiße. Oh, shit. Ich habe hier eine Ecke drin, die werden wir mal so ein bisschen überkleben, damit die stabil bleibt. Gerade erst gesehen. So. Fällt ja nicht auf. So. Und dann kommt der Aufkleber drauf. Und was nehme ich denn da für ein Band? Was nehme ich da für ein Band? Ich glaube, ich nehme noch mal das Weiße. Oh, warum geht denn das andere jetzt alles mit ab, ey? So. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Dann noch die dicke. Oh, das war's schon. Das Weiße ist jetzt schon alle. Gucken wir mal, ob es vielleicht doch noch reicht. Das reicht nicht. Das reicht dicke nicht. Okay, dann müssen wir gucken, ob wir das vielleicht für ein anderes verwenden können. Lucky! Dann nehmen wir ein anderes, nämlich doch nochmal Silber mit Punkten. Einmal, zweimal, einmal, zweimal, die dicke. Nochmal die dicke, nochmal die dicke, nochmal die dicke und ein bisschen Reserve auf die Länge. Nochmal doppelte Länge, so. Soll hier ein bisschen was zum Raffen oben übrig bleiben. Ah.
Das habe ich vielleicht dann doch ein bisschen zu lang gemacht. So, und das nächste Päckchen ist fertig. Ach Gott, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier heilen kriege. So. Mal, ich richte euch mal nach unten, damit ihr seht, was ich hier mache. Nicht, dass ihr euch hier wundert, was hier die ganze Zeit raschelt. So, jetzt sind alle Geschenke für meine Tochter hier drin. Aber so kann ich das nicht mit ins Auto nehmen. Was ist, wenn die da reinguckt? Wenn meine Tochter weiß, ja, dass ich leere Tüten im Auto habe, führt einkaufen und dass die immer in so einem Beutel drin sind und dann einfach ringeknüllt oder mal zusammengerollt. Und, ja. Daher kann ich mir das natürlich zunutze machen und kann mit ihr natürlich so. Und ja, das würde ich sagen, das war's. Für meine Tochter bin ich fertig. Das kann ich so mit zum Auto nehmen. Die sieht nichts. So. Oh Gott. Für meine Freundin weiß ich noch gar nicht, wie ich das verpacken soll. Da fangen wir auch gleich an. Ich mache jetzt erstmal nur überall im Haus wieder die Fenster zu, weil das wird jetzt richtig arschkalt. Also bis gleich.